wenn es nicht mal geil aussieht. Und damit heiße ich dich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Mit dem alten Kaffeeonkel und mit der Eloy natürlich. Was haben wir denn da oben? Alter. Das sind die von Meridian, ne? Die Meridianer nenne ich sie jetzt mal. Nimm's mit. Nimm's mit. Man kann nie zu gut vorbereitet ja. sein. Und wir sind nicht gut genug vorbereitet eigentlich. Gut. Nice. Finde ich in Ordnung. Ihr macht die platt. Möge die Sonne sich gnädig zeigen. Und wir sammeln ein. Da bin ich voll mit einverstanden, bin ich da. Treiben wir sie in die Enge. Ja, mach mal. Ich lauf weiter. Sehr schön. Was haben wir da? Okay, Holz oder irgendwas? Ich weiß gar nicht, ich sammle einfach mal. Gut, sorry. Wildschwein, oder? Totes Wildschwein vielleicht auch. Könnte sein. Draht ist immer so ein Problem bei mir. Huiuiui. Wir gehen mal darüber. So ganz dezent. Und darüber. Wo ist er denn, der Vogel? Ja, ist ja gut. Komm mal her. Das war der Falsche. Den wollte ich gar nicht haben. Ich wollte eigentlich den da haben. Willst du mich verarschen? Ja. La 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 la. Genau. Ich bin hier. Ja, macht mal. Haha. Nice. Der macht ganz schön Rabatz, der Kollege. Naja, besonders sieht sie nicht mehr aus, aber... So macht man das. Naja, mach du mal ein bisschen hier. Was haben wir hier? Du siehst nicht besonders gut aus. Mein Freund. Aber das macht nichts. Wir sammeln dafür munter ein. Nice. 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 Und vielleicht komme ich ja mal irgendwann bei der Queste an. Gut, wir haben ein, ne? Weißt du Bescheid? Sehr schön. Gut. Ja, ist... Das sieht echt nicht gut aus. Der Kollege. Alter Schwede. Der humpelt und hinkt. Er läuft nicht mehr ganz rund. So. Das Feuerhammer. Wir müssen in die Richtung. Gut. Dann laufen wir in die Richtung. Finde ich eine gute Sache. Nimm's mit. Alter, hier gibt's viele Blümchen zu pflücken. Vor allem die hier. Die sind ganz wichtig. So. Alter. Ja gut, das ganze Holz müssen wir nicht einsammeln.
aber Blümchen brauchen wir. Ja, Holz nehme ich trotzdem mit, ne, wenn es geht. So. Jawohl. Sehr schön, Heilkräuterli. Heilkräuterli. Und ich werde so nie ankommen. Na komm, nimm's mit. Sehr schön. Nimm's mit. Alter. Gut, wo ist meine Queste? Die geht in die Richtung. Über die Brücke. Nice. Ja, ich bin jetzt alles zu Fuß gelatscht, ne? Das muss der einsame Fels sein. Falls das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Okay. Dann bist du mal leise. Haben wir Feinde? Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Ja, ich glaube auch. Mir ist langweilig. Langweilig vor Langeweile. Gut. Mir ist langweilig von deinem Gerät. Halt, Fremde! Was machst du hier? Auf der Durchreise. Soll man ehrlich sein oder nicht? Ich weiß ja nicht, was die angestellt hat. Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Ach, so läuft es. Hierher, holen wir sie uns. Oh ja, gut. Genau. Upsa. Hi, Junge. Warte mal, ich habe deine Idee. Guck mal hier. Tut's weh. Na, hoffentlich. Ciao. So. Warte mal. Warte. Was? Komm mal her. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Pass mal auf, Junge. Ich wickel dir auch was. Was ist das? Guck mal her. Na gut. Mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Sehr schön. Wer noch? Wer will hier noch was auf die Mütze? Bindet sie und... Glaube ich wohl nicht. Ja. Oh oh. Ja, die sind aber nur die da draußen. Ich hoffe mal, dass die mir nichts machen. Bisschen Schluck auf, entschuldigt. Gut, hier oben scheint nichts weiter zu sein. Wir könnten eigentlich mal den Jägerbogen nehmen hier. Sehr schön. Gut, gucken wir uns um. Was haben wir hier? Gut. Ich weiß auch nicht, ob ich Said trauen kann. Nehmen wir mit. Sehr schön, nehmen wir auch mit. Hier komme ich nie rein. Gut. Komme ich da hoch? Na, hier waren wir ja gerade schon. Wir könnten mal da hochgucken. Wie das aussieht. Alter. Hui. Das nützt mir jetzt hier aber nichts, ne? Erkunde den einsamen Wald. Okay. Vielleicht mit dem Fokus? Ich weiß es nicht. Okay. Gut, was haben wir hier? Das sieht nicht so aus, als würde mir hier irgendwas weiterhelfen. In die Tür komme ich nicht rein, oder? Nein. Okay. Was ich schade finde. Was ist eigentlich mit dem Turm? Hm, da
da hat's Schwein am Spieß. Finde ich gut. Schweinebraten. Da hab ich glatt Hunger. Hep. Da komme ich nicht hoch, ne? Erkunde den einsamen Fels. Ist das schon alles hier, oder? Hier ist nichts. Was haben wir denn hier? Und dass das nur zwei waren, ist ja auch interessant. Alter. So läuft es also. Wir haben eine neue... Bindet sie und bringt sie her, oder wie war das? Irgendwie sowas. Alter. Lanzenhorn. Hier ist doch nichts. Mal gucken. Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss weiter hoch, oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wer? Also hier scheint nichts zu sein. Dann rennen wir weiter. Gut. Doch nicht. Wo zum Teufel? Wo zum Teufel? Irgendwas muss ich doch übersehen haben hier. Was ist denn das da hinten? Rätselhaft, rätselhaft. Das sieht so aus, als könnte man hier klettern, aber ich glaube, das täuscht. Komme ich hier rein? Nee, achso, das ist nur die Tür. Alter. Ja, aber was soll denn hier noch sein, bitte? Ich sehe hier gar nichts. Okay. Ah, was haben wir da? Alter. Ach stimmt, der Wagen, ja. Ach. Auf dem Wagen sind Ketten. Untersuche den Wagen, na schön. Ja. Untersuche den Wagen. Ketten. Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Gut. Sehr schön. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Weil ich hatte vorher schon gedacht, die Spur. Ne, aber naja, ist egal. Wir müssen vielleicht so ein bisschen aufpassen. Auf unsere Umgebung. Oh, da ist auch so manches unterwegs. Die lassen uns hoffentlich in Ruhe. Ah, das sieht schon geil aus, gell? So Grand Canyon mäßig oder so, irgendwie. Na gut, der ist vielleicht eine Nummer größer, aber du weißt, was ich meine, ne? Für mich. Jawohl. Halt! Jawohl. Ich habe ja auch gesehen, dass es beim Händler ich mache meinen eigenen Spielstand. Oh, wir können keinen mehr machen. Okay. Dann nehmen wir den. Jawohl. Sehr schön. Nice. Und dann gehen wir hier. Na komm. Sehr schön. Ich war wieder zu schnell, ne? So. Bisschen Holz sammeln. Bisschen Blümchen pflücken. Jawohl. Ja. Okay. Ich habe da so eine ganz dunkle Vorahnung, meine lieben Freunde. Eine ganz dunkle Vorahnung. Ja, ja, ich folge der Spur, aber ich folge ihr nicht unbedingt auf dem direktesten Weg. Alter, da geht's in die Schlucht rein. Na, komm her. Kanickel.
Ja, sorry, wir brauchen das einfach. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wir haben... Ich habe gesehen, es gibt so eine Art... Goldenes Reisepaket, oder wie sich das nennt. Ich muss mal hier auf die Karte gucken. Alter, da geht es hier voll durch die Schlucht durch. Ah. Okay. Das brauche ich später noch. Ja, das brauchst du noch. Weil ich glaube, wir kriegen Ärger. Ja, ein goldenes Reisepaket. Entschuldigung, das ist wieder mehrere Sachen gleichzeitig im Kopf. Alter. Ein goldenes Reisepaket. Unendliche Schnellreise quasi. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr schön. Die Spuren führen zu diesem Lager. Ja. Vielleicht ist Nakoa dort. Ja, vielleicht. Mitnehmen. Mitnehmen, danke. Gut. Manu? Dieses Nora-Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Denk nicht mal dran. Said sagt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion nichts mehr. Aha, Said. Klingt, als wäre Nakoa hier. Ja. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Ja. Glaube ich auch. Dann weißt du Bescheid. Said, der Penner, hat uns, oh oh, natürlich nicht die Wahrheit gesagt. Das sind ein paar. Zwei, drei. Runter. Huiuiui. Uiuiui. Das könnte interessant werden. Wir werden angegriffen. Ist das so? Du wirst mich nicht erkennen. Echt? Was? Ciao. Wow, wow, wow. Boah, junger Vater. Schlechter Schuss. Hey, na. Das könnte mein Ende bedeuten. Ja, das könnte sein. Alter. Nein, bin ich da. Gegen, und zwar vollends. Hi, Penner. So. Ich dachte, ich hätte getroffen. Dachtest du das? Dann lass dich mal eines Besseren belehren, du Penner. Arschgesicht. So. Ja. Junge. Dein Ende ist gekommen. Ist es das? Wo ist er denn? Da hinten? Ich sehe niemanden. Macht nichts. Wo ist der? Willst du mich verarschen? So. Gut. Arschloch. So. Mehr kann ich nicht tragen. Oh. Von was? Von was kannst du nicht mehr tragen? Warte mal. Oh, ach so, Jägerpfeil ist voll. Das ist ja nicht schlimm. So. Ich will erstmal looten. Das nehmen wir mit. Das kann ich nicht tragen. Oh, was haben wir denn da hinten? Da haben wir doch irgendwo was. Wo ist das? Ist das hier? Moment.
Aha. Sehr schön. Gefangene. In Ketten, um versklavt zu werden. Jo. Rede mit Nakoa. Sie weiß, was zu tun ist. Mhm. Und wo finde ich die? Nakoa? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ja. Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Echt? Also los. Haben wir den Schlüssel? Gut. Schön, dass ich das weiß. Ja, die sieht nicht mehr so gut aus. Kann ich hier noch was mitnehmen? So, entkomme vom Gelände. Ja, das ist das Einfachste. Das ist ja wohl das sollte doch eigentlich die einfachste Übung sein, oder nicht? Alter. Erstmal was schnapulieren. Oh oh. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Echt wahr? Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Das glaube ich auch. Moment. Einmal. Zwei. Hehe. Ja, ist gut. Komm her. Das tat weh. Tat's weh, ja? Arschgesichter, kommt her. Hi. Kann ich auch. Arschloch. Was denn, Junge? Ja, das sollte es eigentlich auch. Hi. So. Na, nimm's. Gut. Was haben wir denn noch? Nein, nein. Wir lassen nicht nach. Wo ist er? Hi. Arschloch. Komm her, du Sack. Keine Schnauze. Will noch jemand was? So, komm her, du Sackfresse. Komm, komm. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Arschloch. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Echt? So. Ups. Ach ja. Was sollst du sagen, ne? Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. So kann man es auch sagen. Okay. Gut. Fragen wir erstmal, wie sie hergekommen ist. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Tja. Dann fragen wir mal, ob alles in Ordnung ist, was es natürlich nicht ist. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Okay, verständlich. Dann fragen wir mal, was das hier ist. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Ja. Und was jetzt? Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen.
Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Okay. Du gehst nicht zurück. Nee, kann sie ja nicht. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Okay. Dann verabschieden wir uns. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Machen wir. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Tja, ich schätze mal, es gibt noch mehr Saids. Gut, begib dich nach Meridian, unsere nächste... Sobald die anderen bereit sind, gehen wir nach Meridian. Ja, Queste, wollte ich sagen, ja. Vielen Dank nochmal. Ja, ich wollte looten. Die stehen mir da nur so komisch... Alter, ich habe schon wieder alles verballert. Dieses Ding ist echt gefährlich. Jo, nur kann ich es leider nicht mitnehmen. Sobald die anderen bereit sind... Ja, ich weiß doch, ist ja gut. Tschüss. Komm doch mal zu mir, sobald ich in Meridian... Machen wir. Wir sind eh auf dem Weg. Aber ich wollte eigentlich nur looten. Nein, ich will looten. Ich wollte nur looten. Jawohl, Jägerpfeil. Gut. Das ist der Feuerstürmer, was auch immer. Alter. Gut. Alter Schwede. So. Noch was zum Looten? Gibt's da noch irgendwas? Da hinten sehe ich noch irgendeine Kleinigkeit. Alter. Ich habe schon wieder alles verbraten. Echt, es geht so schnell gerade. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, Rohstoffkiste. Da könnten wir mal reingucken. Inventar. Alter. Ja, Reinholz. Als ob ich noch kein Reinholz hätte. Scherben, Metallgefäß. Ja, aber so mega ist das jetzt nicht, ne? Ja, wir nehmen es halt mal mit, ne? Alter. Warte mal, lass mich mal jetzt kurz was gucken. Kühlsaft, Alter. Holz. Ja, wobei, ne? Das geht eigentlich. Also. Oh, was haben wir hier? Gekerbtes altes Amulett. Okay. Na gut, was haben wir hier? Breitkopflinse. Nice. Jo, kann ich eigentlich mal so... Ganz nebenbei. Ja, das können wir gleich gucken. Was haben wir hier? Fallenbeutel. Erhöht die Kapazität. Keine weiteren Upgrades verfügbar. Okay. Gut, was haben wir hier? Trankbeutel. Metallgefäß. Ja, komm, das können wir mal machen. Fischgräte! Willst du mich verarschen? Alter. Outfitbeutel. Ja. Wildschweinhaut. Wir haben auch noch keine Wildschweine gejagt. Nein. Überhaupt nicht. Was haben wir hier? Scharfschussbogen. Waschbärknochen. Gut. Ich will es nicht übertreiben. Ja, der wäre auch nicht schlecht, gell? Was auch immer ich da... Was brauche ich? Fleisch um und... Ey, Alter, eine Tasche. Ich will da kein Fleisch reintun. Ist doch keine Kühltasche, Mann. Alter, gib mir doch nicht. Kriegsbogenköcher. Was können wir machen noch? Gut. So. Ja, Rassler finde ich jetzt auch nicht so. Fuchsknochen. Na gut. Okay, wir haben ein bisschen was. Den können wir auffüllen. Den können wir auffüllen. Da können wir auffüllen. Da können wir nicht auffüllen. Den haben wir noch nicht mal eingesetzt. Die da könnten wir mal
auffüllen die sowieso, sofern uns der Draht reicht. Es mangelt uns da nicht am Holz, es mangelt... Ja, gut. Uns mangelt es da nicht am Draht, uns mangelt es da eher am... Ne, weißt du Bescheid. Gut, haben wir jetzt eigentlich gespeichert? Ist hier ein Lagerfeuer in der Nähe, wo ich speichern kann? Jawohl, und zwar hier. Da jumpen wir jetzt noch hin. Ja, danke, falscher Knopf. Und dann müssen wir da hin. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich danke euch so lange fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Und da können wir noch ein bisschen Blumen pflücken. So, zum Ausklang der Folge. Das war schlau. Junge, Junge, war das schlau. Das war... mega schlau. Und nur nicht mal was getroffen, weißt du? So, ich wollte aber Heilpflanzen eigentlich, hätte ich gerne gehabt. Ich bin schon wieder leer. Das gibt's doch nicht, oder? Unglaublich. Auch keine Heilpflanze. Ich brauche Heilpflanzen dringendst. Gut. Okay, meine lieben Freunde. Das war's wieder mit Horizon Zero Dawn für heute. Und wir lassen einmal zum Abschluss den Blick langsam schweifen über diese wunderbare Landschaft. Und da fliegt irgendwas Undefinierbares in der Luft herum. Dennoch sieht es sehr, sehr geil aus. Und nochmal ein herzliches Danke an den guten Ernie. Liebe Grüße. Ja, ich produziere schon so weit vor. Ich weiß leider nicht, was gerade der Stand der Dinge im Real Life ist, aber du weißt schon Bescheid. Denn schließlich warst du ja mit wesentlich dran beteiligt, dass ich dieses Spiel... Ah, das aussieht, das Wasser. Dass ich dieses Spiel spiele. Warst du ja im Wesentlichen beteiligt. Okay. Keinen Fisch. Das heißt aber, wir können auch Fisch jagen. Okay. Ja. Dem Kaffee-Onkel gehen zu viele Gedanken durch den Kopf. Have a nice day. Bis dahin. Ciao, ciao. Sehr schön.